Ja, herzlich willkommen zurück zu Mario Trottel. Herzlich willkommen zu B33Run3, eurem Lieblingsprojekt. Habe ich zumindest gehört. Und im letzten Part haben wir tatsächlich einige sehr interessante Sachen gefunden. Zum Beispiel, das Finale ist tatsächlich relativ schnell zu erreichen. Wir haben einen relativ langen Weg genommen. Ich glaube, den werden wir aber trotzdem beim letzten Part trotzdem nehmen, um die Spannung etwas zu vergrößern. Und wir können diese Abkürzung jetzt aber für unseren tollen, naja, für unseren Vorteil nutzen. Ich musste gerade nachdenken, wie man den Sprung nehmen kann. Oh nein. Ich habe Angst, dass gerade in OBS alles abgestürzt ist. Ich habe gerade nicht darauf geachtet. Aber OBS hat auf jeden Fall alles angehalten. Und ihr seht, wir sind hier im Bowser's Floor, was so circa ungefähr das Finale ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das betretet. Aber mein Pro-Control ist auf jeden Fall gerade extrem zerglitscht und das mag ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie kommt man nochmal zum Finale? Ich bin ganz random, glaube ich, dahin gekommen. Ach, da geht's weiter. Ups, ich bin dumm. Ja, hab schon wieder. Bin dumm. Geht's hier wieder rein. Ach, habe ich das vermisst, dass es wieder so schön ist. Diesmal gehen wir auf die Jagd der 8 roten Mützen. Oh moin. Du hast es geschafft, uns zu finden. Bravo. Das hier ist der Ort, wo wir uns geflohen sind, seitdem du Monster unser Haus geflutet hast. Ups. Und unsere Freunde gekillt hast. Oh. Ich sag's nur einmal. Verlasse bitte. Nimm bitte nicht die Energie von unseren Häusern. Nochmal. Alles und jeder wird sterben. Ist deine Entscheidung. Um den Pfad zu wählen, den du folgst. Oh, ja. Übrigens eine fliegende Blume. Wunderschön. Sehr schöne Textures hier dran. Also einzigartige Textures. Kann man da reinklicken. Ich glaube, es ging, ja. Mit ein bisschen Übung. Als ob hier eine Münze drin ist. Wie well hinten sitzt das macht. Ja, es ist alles noch fröhlich, aber nicht mehr lang. Weil Mario ist kaputt. Er macht alles kaputt. Der Trottel. Aber wenn wir einen 100% Run machen wollen, dann ist es dafür. Sorry. Ist für die Zuschauer. Oh. Es sah mir ein bisschen. Hat ein bisschen weh, glaube ich. Ups. Ich war nicht der Grund, was da passiert ist. Ich weiß nicht. Das war ganz allein die Schuld von dem Goomba. Irgendwo hier werden sich ja auch bescheidene Münzen sein. Aber gut, das ist das mal komplett groß egal sein, denn wir suchen ja nach den 8 roten Münzen. Hier ist Secret und der 8 da, hier ist Secret und 8 roten Münzen, genau, hier ist Secret und eine rote Münze da. Das ist sehr kreativ. Meine kreative Gestaltenlehrerin wäre sehr happy.
Meine ich irgendwo einen Change-Up? Ich habe ihn gehört. Ich glaube, der ist hier. Ja. Werden wir dann die Red Coin bekommen? Unfortunately not. So, wir haben dich befreit. Was willst du machen? Ah! Okay. Sehr interessant. Okay, es scheint keine Red Coin zu sein. Ich glaube, die waren eh generell die meisten alle oben. Also sollten wir uns nicht die Zeit verschwenden, um dort unten rote Münzen zu sammeln, sondern nur dann, wenn wir keine mehr finden. Das könnte ziemlich bald sein. Da ich dumm bin. Blind. Blind wie eine Pinkfleisch. Genau. Ganz genau, Freunde. Das war close. War da gerade der Red Coin? Nein, doch nicht. Hab ich gerade gedacht. Das wäre ein bisschen gemeine Red Coin. Oh nein. Nein. OBS. Was soll das? Hör auf zu sabern. Versuche deine View-Einstellungen zu verringern. 720p ist wohl zu viel anscheinend für dich. Komisches Programm. Junge. Oh, es steckt auch übrigens wunderschön in der Wand fest. Und das hat irgendwie nicht funktioniert gerade. Ich weiß nicht wieso, aber das wollte nicht. Was machst du an der Wand, Mario? Was soll das? Hä? Wieso hat er sich jetzt... wieso hat er die Wand gekuschelt? Kann mir das einer sagen? Niemand hat dir befohlen, das zu machen, Mario. Ernsthaft. So. Alter! Die bringen sich selbst um! Und dann will er sagen, yo, bitte, stehe uns nicht die Energie getrottelt. Sonst sterben wir alle. Der bringt sich alle gegenseitig um. Was willst du, Cooper, hä? So rennst du nicht in dein Haus. Oh, hier drüben wird wahrscheinlich dann die letzte Red Coin sein, weil ich mir das einfach nur so vorstellen kann. Nein, das ist einfach nur ein anderer Weg hier. Okay. Also, wo ist denn die letzte Red Coin? Tja, das sind wir nun. Uff. Uff, uff, uff. Ja, ich wusste, dass wir an diesem Punkt ankommen. Dann halt nicht. Ich glaube, es wird wieder eine lustige Ostereiersuche. Für mich. Freue ich mich. Das sieht ja wenigstens spaßig aus, was Mario da gerade gemacht hat. Und F5 für Save States. Vielleicht finden wir die Coin direkt. Vielleicht nicht. Die Kamera will da auf jeden Fall nicht mithelfen. Weil die vom Teufel höchstpersönlich gebaut wurde. So. Jetzt funktioniert die Kamera wieder. Der mordet schon wieder seine Freunde. Zur Hölle. Oh. Hinterm Haus. Was ein schönes Versteck. Ganz genau. Wer hat sich das ausgedacht? Yo. Es gibt viele tolle Verstecke. Wie dieses Loch hier. Wo hättest du die Idee? Ja, also. Ja, haben ein paar schöne Häuser da in dieser Welt. Wie was will ich einfach hinter ein Haus verstecken? Ah, geniale Idee, Bro. Nein, eigentlich nicht. Aber okay. Ich nehm's. Dann haben wir halt 30 Minuten mehr Content. Dann kann man ja bald gut Werbung schalten für dieses Video. 30 verschiedene Werbungen. Na, da kommt schon. Torturen. Foltern tue ich euch nicht. Nein, keine Angst. Fällt auch auf, dass es glaube ich nicht bei jedem Haus der Fall ist, dass da... Wieso konnte ich da nicht drauf?
Und jump! Alter, richtig perfekt kann ich das langsam. So, und jetzt nur noch darüber. Über diesen etwas unkonventionellen Weg, um uns eben diesen tollen Stern einzusammeln. Oh, wir rutschen da gar nicht mal. Lol. Oh, das wird ein bisschen problematisch. Das kann ein bisschen problematisch werden. Vor allem durch die Goombas. 1, 2, 3, Haferbrei. Easy! Here we go! Und schon wieder in einer Welt, in der wir eigentlich nicht sein wollen, aber sind. So, und jetzt nehmen wir wieder die wunderschöne Abkürzung. Also ich glaube, hinten um einfach rundherum um den Garten ist schneller. Es ist ein schnellerer Pfad. Glaube ich mal. Hoffe ich mal. Weil ansonsten, ja, Zeitverschwendung. Wir haben aber keinen Speedrun. Das zum Glück nicht. Also, ist es mal Wurst zwischendurch. Genau. Und ich glaube, das Mikrofon laggt ein bisschen. Kann auch nur Jürgen sein, aber keine Ahnung. Dann werden wir diese Welt schön abschließen in diesem Part. Und vielleicht auch noch die andere Welt, die hier sein wird. Ja, es gibt noch eine Welt hier. Aber die sehen wir es. So, alles lebt wieder schön. Es ist wunderschön. Naja, so wird es nicht bleiben. Also 5 Häuser gibt es, dieser Koopa will Selbstmord begehen. Komm, ich helfe dir, weil nichts. Come on, komm schon her. Ich helfe dir mit. Du weißt, ich verstehe dich nicht. Genau darum. Das war der erste Schritt. Oh, ey, das... Das war ich nicht. Ich habe nur den anderen geholfen. Na gut, sollten wir lieber solche düsteren Themen wohl lieber vergessen. Denn ansonsten kommt YouTube und macht Schnippschnapp Eier ab. Und dein Video ist gelöscht. Genauso wie deine Ehre. Ja. YouTube löscht auch die Ehre von Leuten. Das ist nämlich neu. Seit 2019. Ganz genau. Ich hab gerade einfach keine Themen. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung. Ja, egal. Dann gehen wir einfach den Berg hoch und holen uns diesen Stern ab. Es war sehr knapp. Alter, aber ich hätte nie gedacht, dass es wirklich nur die 5 Häuser sind. Also, nach den letzten 2 Sternen, die ich geholt habe, kam es nicht mal Sterne mehr. Darum ist es so komisch. Eine Red Coin, eine Coin und eben noch ein Secret. Alter. Krank. Schade, dass man nicht in die Häuser kann, aber ich glaube, es wäre ein bisschen zu krank. Aber ich glaube, Leute wie Dings, wie... Wie heißt du nochmal? Ich bin gerade komplett dumm. Leute wie Case können das sicher machen. Also, der hat genial Stuff gemacht. So sind wir schon wieder hier, Alter. Dann, nehmen wir einen anderen Weg diesmal. Und ich pausiere schon wieder, um schnell zu sehen. Okay, es gibt tatsächlich... Falscher Weg. Es gibt tatsächlich genau einen Stern noch in dieser Welt, also in diesem Bowser Floor, wo wir eben waren.
Und dieser Stern ist in diesem Maze. Alter, das sah so krank aus, gerade einfach so ein richtiger Speedrunner. Alter, Simple Flips 2.0. Schaut euch Simple Flips übrigens. Ich glaube, ihr braucht eure tägliche Dosis an Simple Flips, also holt sie euch ab, auf jeden Fall. Die werdet ihr benötigen. Benötigt für euer Leben. Ohne Simple Flips kein Leben. A Simple Flips a day keeps the doctor away. Okay. Dann wollen wir mal zur Sache kommen und diese schöne Abkürzung verwenden. Und wieder ultra fast ist. Achso, das sind ja zwei Hallways. Die sind ja miteinander. Ja, so war das. Das sahen absehen absolut nicht ähnlich, außer trotzdem verwechseln ist. So einfach. Ist komisch. Aber das ist egal. Denn jetzt können wir super schnell diese schöne Maze lösen. Indem wir den hier machen. Das war kacke. Hier ist ein Toad. Bob. Das war scheiße. Das war auch schlecht. So easy geht's, Freunde. Mario. Ich kann mein Gleichgewicht hier nicht halten. Hier ist ein Bowser-Painting. Kann man da rein? I mean, das wäre... Nein, kann man nicht. Irgendwo wird's schon sein. Die alte Box. Also ist ja, es ist eine alte Box. So, kein Bock mehr, irgendwie da oben rum zu rennen. Wir werden jetzt die Gegend von Boden auf absuchen. Und ich sehe bisher nichts. Und was ist das? Ich glaube, das ist so eine Sewer, also so ein... Ah, so ein... Ich sehe, Kanalisationssystem oder Rohrverlegungssystem. Sowas halt, keine Ahnung. Oh, den Stern haben wir schon. Dann mal rein hier. Das ist nämlich der Peaceful Sewer Maze. Alles friedlich hier. Dem glaube ich. Dem schenke ich Glauben. Gibt's halt keine Sterne. Hier kann man anscheinend nicht hoch. Dankeschön, Spiel. Aber von hier aus kommt man auch zum, naja, Scary Sewer Base. Welches halt, wie der Name schon sagt, scary ist. Das ist besser gesagt der Sewer, den wir schon immer gesehen haben. Sie ist also besser gesagt Neuland, wo wir gerade sind. Denn den Ort kenne ich gar nicht. Vor allem nicht mit dieser Musik. Na Moment mal, da habe ich was gesehen, da war Licht. Da ist Lichteinstrahlung. Wo kommt das Licht her? Aus dem Nichts, perfekt. Einfach aus der Decke, einfach so. Cool. Das finde ich aber schön. So, aber in Scary Sewer Maze, es gibt verschiedene Wege, die man benutzen kann. Ich benutze mal das hier. Gut. Das ist wieder ein Labyrinth, wie es aussieht. Ich hasse Labyrinthe übrigens. Nur so zur Info. Oh, Kodierung überlastet. Wie alle 3 Sekunden.
Hier waren wir noch nicht, das weiß ich schon mal. Aber hier ist auch nichts. Komisch. Bin ich gerade... Also, dann versuchen wir mal einen Verweg zu finden, der wirklich funktioniert, weil... Ich glaube... Ich habe einen Stern rausgefunden, den ich, glaube ich, ohne den Fandom nie rausgefunden hätte. Und zwar in der Orange Hall. Die werden wir jetzt besuchen. Ich glaube, wir laufen gerade im Kreis. Oh Gott. Ich werde wirklich gerade heimtückisch vom Labyrinth zerstört. Innerlich. Oh nein. Das mag ich nicht. Wo ist der Ausgang? Where the hell is the exit? Ja. Ach, ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, den ich davor nicht gefunden habe. Das ist auf jeden Fall. Lol. Ich bewege gerade die Wände. Was? Ich bin Gott. Und kann übrigens die Secret Areas sehen. Lol. Was ein weirder Ort. Hallo, aufhören. Aufhören, Spiel. Bin ich nicht gar nicht peaceful. Mit Glitches zerstört. Das sind wir gerade hergekommen, oder? Nein, da sind wir noch nicht hergekommen, oder? Hä? Ich bin dumm! Nee, doch, doch, doch. Da sind wir nicht hergekommen. Was haben wir hier gefunden? Geht's hier rein? Ja. Oh mein Gott. Jetzt sind wir im Scary Maze. Wundervoll, aber eigentlich wollte ich noch den Stern da in dieser Orange Hall einsammeln. Wo ich glaube ich weiß, wie wir da hinkommen. Zumindest schnell hinkommen. Aber ich weiß, ich glaube nur, dass ich es weiß. Ich behaupte nicht, es zu wissen. Ich glaube nur, es zu wissen. Und wieso komme ich da nicht rein? Ist das nicht möglich? Ah, schon wieder. Typisch, Falcon. Yes! Da freust du dich auch noch, oder was? Trottel. Gut, dann. Also ich fühle mich hier aber wirklich wie ein Banjo-Tooie bei diesen Unterwassergängen. Das war auch irgendwie komisches Gefühl von, oh Gott, ich muss mich beeilen. Ich glaube, damit haben wir es. Damit haben wir die Orange Hall, glaube ich, betreten. Das sollte sie sein. Ja, genau, das ist... Und zwar ist sie einfach hinterm Fenster irgendwo ein Stern. Hier schon mal nicht. Ja. Da soll mal einer drauf kommen, Jesus Christus. Wie soll man darauf kommen? Das ist ja... Ups. Rechtsklick und absichtlich mit dem Kabel ausgeführt. Warum spawnen wir hier? Hat das einen Grund? Sollten wir etwa das Wüstenlevel, was sich hier drinnen befindet, abschließen? Dann setzen wir uns wohl daran,
im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ciao. Mit